Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Farming Week. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Heute haben wir den 22.08. Jan allein auf dem Feld. Was ist los? Jörg ist gerade Kalk streuen für den Raps noch. Die letzte Fläche, wir kommen doch auf 84 Hektar. Jens ist gerade, ihr werdet es nicht sehen, aber irgendwo da hinten vor der Halle. Und grubbert schon mal durch. Die ersten 20 Hektar sind gegrubbert. Heute hat er denn noch 35 vor sich. Gestern hat sich alles überschlagen. Ich hatte gestern auch kein Video an. Ich habe gestern kein Livestream. Ich habe gestern so eine schlechte Laune gehabt, Leute. Die Tempo, die Einzelkorn, die eigentlich kommen sollte als Vorführung, die steckt fest. Die kommt nicht. Ne? Ja, so richtig von meinen Jungs kann dafür keiner was. Da haben andere ein bisschen Blödsinn gemacht. Können wir nicht ändern. Ich habe gestern zig Lohner abtelefoniert. Von einem, ich würde den am liebsten nennen, sehr, sehr pumpigen. Ich erzähle euch nur die Geschichte, falls euch das interessiert. Ich hatte angerufen als erstes und gefragt, ja, ich habe die Nummer gekriegt von jemandem, du hast eine Einzelkorn und würdest du irgendwie legen? Ja, ja, aber jetzt so die Tage nicht. Ja, Ende der Woche. Sei es okay, ich rufe nochmal an, der nämlich mit jemand anders nochmal schnell telefoniert. Und dann habe ich irgendwie eine Stunde später nochmal angerufen und habe gesagt, ja, Ende der Woche würde so passen, Freitag oder Sonntag Ende der Woche. Alter, dann motzt er mich voll und sagt, wie war denn das, hört sich falsch an. Ich lasse mich von dir nicht unter Druck setzen. Alter, ich habe gesagt, wie habe ich geantwortet? Was bist du denn für ein Spinner oder so? Wieso will ich denn unter Druck setzen? Ich wollte nur wissen, welchen Tag. Da habe ich auch gesagt, einen schönen Tag noch, wenn das so schon anfängt, Leute. Lass die Finger weg, Alter. Kann nur schlechter werden. Ne? Ich nenne keinen Namen, aber Alter, dich sollte man verbannen, Junge. Ja, ja, was willst du machen? Kleine Real-Life-Story, Leute. Ich habe gestern 47 Hektar trotzdem geschafft. T-, was haben wir jetzt noch? So circa 120 Hektar sind noch draußen. Das Problem ist sehr, sehr große Scheiße. Ich zeige euch das gleich. Jetzt fahren wir nämlich in den Müll, in den richtigen Müll. Hab mich gestern auch einmal vollgerammelt. Da vorne steht das Schneidwerk. Und da war so viel Grün mit einem Schluck, was er denn gekriegt hat, dass er das an der Schnecke da vorne verklemmt hat. Das hat sie richtig verklemmt und dann mussten wir Schneidwerk ausbauen und mussten... Also hier unten, der Schrägförderer war alles okay, aber an der Schnecke, da ging nichts vorwärts raus. Wir wussten dann auch, als wir die Hände drin hatten, warum das Zeug war pitchen lassen. Ne? Ja, ansonsten, das soll nämlich auch Ende der Woche Regen geben. Achso, nächste Story, hatte dann rumtelefoniert. Über einen Zuschauer letztendlich, vielen, vielen lieben Dank. Der Onkel jetzt sozusagen, der ist Lohner, der kommt mit einer Tempo morgen vorbei. Der hat ein bisschen, weil der kommt aus, also ich will nichts Falsches sagen und ich bin morgen leider auch nicht da, Grund erzähle ich euch gleich. Ich würde ihn gern verlinken, ich frage nochmal nach, wenn ja, dann verlinke ich ihn irgendwo hier und das Video oder im Bild noch irgendwie als kleines Dankeschön. Ne? Super, super netter Mann, Fabi heißt der, der jetzt kommt, der hat eine Tempo. Mit auch Düngetank, das heißt hier bei den Gärresten fahren wir uns jetzt keinen Dünger mehr runter mit Unterfuß. Aber eine Fläche, die wir jetzt gerade kalken, die morgen früh gescheibt wird und dann nochmal gegrubbert wird, die wird Unterfuß bekommen. Problem ist, eigentlich dachte ich, ich kriege noch ein bisschen Dünger hier nebenan ran. Die haben da zugebaut mit Getreide, die kommen an den eigenen Dünger nicht ran. Jetzt nehme ich das, was ich im Betrieb habe, das heißt, ich habe da glaube ich noch 1,5 Tonnen Harnstoff irgendwie. Ich werde circa ja, 40 Kilo runterlegen und dann kommen wir glaube ich auf 1,2, keine Ahnung. Noch eine Sache, Frage an euch Leute. Ich habe heute eine neue Kamera. Ich bin mit meiner GoPro sehr, sehr unzufrieden gewesen. Ich habe Clips, ich hatte euch eigentlich versprochen oder im Livestream hatte ich das gesagt, ich hatte was gefilmt aus dem Büro von Anbauplan. Wir haben uns über Sorten unterhalten. Wir hatten mal richtig, ein richtig, richtiges Fachgespräch. Und was ist los? GoPro hat das, also hat gefilmt, aber war abgeschissen. Ich musste Akku ziehen, Datei war nicht zu reparieren. Ich habe heute eine DJI Osmo Action 4, heißt die. Mit Ansteckmikro funktioniert das. Unbezahlte Werbung. Ich teste die auch. Also ja, ich hoffe, die ist okay. Weil die macht so erstmal, glaube ich, ein ganz cooles Bild. Die hat ein richtig geiles Layout, die hat eine geile Bedienung. Ich würde mal gern wissen, jetzt in der Sequenz, seht ihr von euch einen Unterschied? Ich wackel mal noch ein bisschen. Ich sehe es auch in der Nachbearbeitung ja selber, aber eine kleine Einschätzung. Ich würde gern bei der bleiben. Die gefällt mir so von der Aufmachung sehr gut und mit der, die ist top. Eine 10 von 10 sage ich gern. Ich habe jetzt hier auch so ein, mir so ein Ladecase gleich mitbestellt. Da kann man 3 Akkus reinmachen. Finde ich eigentlich ziemlich geil. Sagt mal was, Leute. Ansonsten,
Ich dresche jetzt alleine, wie gesagt, erstmal. Ruf den Jörg gleich an, wenn ich hier fertig bin. Wir fahren heute Kleckerfelder ab. Das heißt, hier sind es noch 3 Hektar, 4 Hektar. Hinten nochmal 8. Alles durchgewachsen. Ich filme gleich mit. Richtig viel Melde, Distel, alles, was Gräser wachsen durch, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Auf der 8 wächst der Hanf durch. Danach fahren wir nochmal in einen liegenden, sehr durchgewachsenen 12 Hektar Weizen. Wir müssen wahrscheinlich auch 10, 20 Hektar Tritikale vielleicht aufgeben. Da kommt Ende der Woche noch Regen. Ich bin ab morgen auch nicht da. Ich bin ab morgen 2 Tage in Köln. Ich habe nicht gedacht, dass ich in der Ernte bin. Ich habe ein super überteuertes Hotelzimmer gebucht. Ne? Basti hat sich extra Urlaub genommen. Ende der Woche ist Jugendweihe. Es spielt uns alles nicht in den Karten, ne? Aber Leute, soll ich was sagen? Die Laune ist gut, ne? Ich habe in den letzten Videos, wir haben ja jetzt 2 oder 3 Videos sogar noch dazwischen. Jetzt ist das gerade online gekommen ich kann das alles nicht mehr. Ich kriege jetzt das Feedback gestern, vorgestern. Dankeschön. Aber ich habe auch 1, 2, wir Landwirte heulen nur rum. Schwierige Zeiten. Und wer das nicht gucken möchte, das ist vollkommen okay. Wer das nicht schauen möchte, weil das nicht in seine mentale Verfassung gerade selber passt, ist das auch okay. Aber ich will Landwirtschaft zeigen, wie sie wirklich ist. Nicht nur raufhalten, wenn es schöne Sachen zu filmen gibt und dann 10 Tonnen Weizen zu stehen ist, ne, und wir alle hihi haha, sondern das gibt hier Landwirtschaft mit mentaler Drecksverfassung, aber auch mit mentaler Verfassung, wo du dir denkst, hat heute die blaue oder die rote Pille geschluckt. Ne? Es wird einfach weiterhin hier alles geben, ne? Und es wird halt gute Videos geben, wie auch schlechte. Das Feedback war 99,9% sehr, sehr gut. Ne? Euch geht es da nicht anders teilweise und ja, ich will das einfach beibehalten, dass ich probiere, so zu bleiben, wie ich bin. Nämlich schön bescheuert, ne? So, Leute, eine Sache, die euch auch oft interessiert, ich probiere das mal irgendwie mit zu filmen. Was mache ich, das war auch eine Frage, obwohl wollen wir eigentlich wieder ein Einzelvideo. Ich glaube, ich schaffe keins mehr, diese Ernte. Die Ernte ist so gut wie durch jetzt, ne? Mal gucken, was wir überhaupt noch auf die Kamera bekommen. Machen wir jetzt ein bisschen was mit. Was mache ich, wenn ich aufs Feld komme? Machen wir so, als wäre das eigentlich, also ich komme jetzt angefahren. Da oben ist ein Straßenfahrschalter. Wartet mal kurz. Warte mal, ich muss mal noch was vorbereiten. Gib mal kurz einen Cut. Jetzt ist der Cut vorbei, Leute. So, also, ich komme aufs Feld gefahren, hänge natürlich als allererstes den Schneidwerkswagen ab. Der ist jetzt hier schon gewesen, ne? Müssen wir nichts machen. Ich zoome mal rein, der hat dort einen Bolzen. Der hat dort einen Bolzen. Und vorne wird einfach nur das Zugmaul geöffnet. Und einmal haben wir eine Abreißsicherung dran. Das ist einfach nur so ein Karabinerhaken. Falls das Schneidwerk abfällt in der Fahrt, geht eine Handbremse an, das bleibt stehen und rollt dich dann noch vielleicht in Gegenverkehr oder so. Und dann ist noch Licht dran, wie man es halt kennt. Ne? Ansonsten komme ich jetzt hier rauf und das Erste, was ich mache, ich habe halt diesen Straßenfahrschalter, der automatisch halt, warte mal, jetzt ist er aus, jetzt ist er an, Rundumleuchten gehen automatisch an und meine komplette Hydraulik ist gesperrt, also ich kann jetzt nichts drücken. Wenn wir jetzt einmal den Straßenfahrschalter betätigen und ich gucke mal, hier ist ja für den Schrägförderer die Taste, dann können wir sehen, funktioniert auch die Hydraulik wieder. Ne? Dann als nächstes, also ich weiß noch nicht, der Sensor hängt hier, 20% des Dinges leer, keine Ahnung, wird sich gleich wahrscheinlich fangen, vielleicht hängt da was vor. Als nächstes mache ich immer den Häcksler, damit ich das nicht vergesse, ich drücke einmal hier rein und dann haben wir gerade noch den Straßenfahrmodus. Da gehe ich einmal rauf und gehe auf Häckseln. Oder halt auch Schwattablage. Je nachdem, was er benötigt. Ne? Bei mir ist es halt aktuell der Häcksler. Wir haben alles, was wir auf Schwatt legen sollten, wollten, haben wir fertig. Der Rest der Felder wird gehäckselt. Auch oft eine Frage gewesen, warum machen wir das? Wir kriegen nicht viel organischen Dünger. Und da, wo ich das mache, kriege ich auch wieder Gärreste oder ein bisschen Mist. Ne? Und das ist sozusagen ein Tauschgeschäft. Ne? Und auf dem Rest des Feldes lasse ich das alles gehäckselt als ja, organischen Dünger und ist halt gut auch für meine Humusaufbau. Ne? Bei uns in Brandenburg ist das so, dass wir nicht ganz so viele Viehbetriebe haben wie vielleicht irgendwo anders in Deutschland. Man kriegt zwar was dran, aber ich sage, ich habe das mal aus dem Norden gehört, ihr könnt das ja mal bestätigen, da kriegt der Landwirt noch Geld, wenn er Gärreste nimmt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wir müssen für Gärreste bezahlen. Ja, jedenfalls haben wir den Häcksler jetzt. Dann geht dort weiter mit, jetzt muss ich mal selber überlegen. Ah, hier. Hier geht mein Korntank auf. Hinten der Korntank in der Fahrt ist ja zu, das ist ja wie so ein Trichter. Ich halte den einmal kurz gedrückt. Das reicht schon, jetzt wird er kurz blinken. Das reicht nicht, das war zu kurz. Machen wir nochmal. Was dabei sein muss, also auch aus aktuellen Anlass, das gab ja dieser Vorfall, wie gesagt, die kommen ein bisschen verzögert, die Videos gerade. Ich muss die mal hintereinander schneller rausbringen.
In, ich glaube, Hohenluko war das, ne, wo der junge Mann, nenne ich es mal, reingegangen ist, hinten in diesen Korntank. Da unten sind Schnecken drin. Die Schnecken werden ihn wahrscheinlich probiert haben, Richtung Abtankrohr zu ziehen. Wollen wir uns alle nicht vorstellen, was das für Schmerzen sind. Und da tut mir auch mega, mega leid. Aber ich bin auch der Meinung, und ich probiere das heute nochmal aus, solange keiner auf dem Sitz hier sitzt, also alleine schon dieses Klappen müsste rein theoretisch, der ist jetzt noch nicht voll ausgeklappt, doch ist er schon, dieses Klappen müsste eigentlich schon unterbrechen. Wir sind sehr, sehr überwacht mit Sicherheitsmechanismen, ne? Und ich sage das auch immer wieder, das ist auch ein kleiner Appell, ne? Wir haben nur dieses eine Leben, Leute, das ist auch wichtig. Und das gibt uns auch keiner zurück und für keinen Arbeitgeber der Welt, muss ich selber als Arbeitgeber auch sagen. Ne? Ich sage auch zu meinen Jungs, wenn ihr krank seid, seid ihr krank. Es wird nicht krank gearbeitet. Natürlich probiert der eine oder andere sich in Stoßzeiten nicht daran zu halten. Das ist dann den hier Ding, aber von mir aus sage ich, macht ruhig. Ne? Das ist so. Das hinterher bist du ja, geschädigt oder, weiß ich nicht, hast eine Folgeverletzung dein Leben lang, ziehst du bis an dein Lebensende, ist es nicht wert, Alter. Passt auf, Leute. Passt auf Sicherheit auf, passt auf Sicherheitsmechanismen auf. Geht nirgendwo rein, auch das Schneidwerk. Wenn ich da reinklettere, weil ich Erdhaufen ziehe, dann, oder ich sehe, dass Jens vorne irgendwas macht, meine Hand geht sofort weg, ne? Am besten ist die Maschine sogar noch aus in dem Moment. Dann kann eigentlich nichts passieren, ne? Gut, Leute, so viel dazu. Tank ist ausgeklappt. Wenn der Tank ausgeklappt ist, kriege ich gleichzeitig mein RTK-Signal. Das heißt, ich gehe auf Zustimmen, kann schon mal auf zum Beispiel einen neuen Auftrag gehen. Ich habe den gestern aus Versehen zugemacht, suche mir mein Feld, das ist das hier für heute. Kann es schon mal erstellen und dann lädt es, das braucht ja mal einen Moment. Ne? Denn meine Antenne für, also RTK ist mein Signal und die Antenne sitzt da irgendwo in dem Bunker und das funktioniert auch erst, wenn ausgeklappt ist. Vorher habt ihr absolutes Scheißsignal. Ne? Als nächstes fahre ich ans Schneidwerk ran. Ach ja, Häcksler hatten wir, ne? Häcksler haben wir schon zusammen gemacht. Dann fahren wir ran. Da müssen wir natürlich gucken, welche Frucht haben wir. Ich habe hier eine Schnellauswahl zu Weizen, zum Beispiel Wintergerste und Ausblasen. Ausblasen heißt, alles geht einmal auf, alles auf volle Drehzahl, alles wird einmal komplett durchgereinigt. Und ansonsten habt ihr hier auch noch so ein Früchte und da ist jetzt zum Beispiel bei mir der Roggen aktuell drin, weil ich immer zwischen Weizen und Roggen wechsle. Ja. Das könnte auch so. Da gibt es aber ganz, ganz viele Fruchtarten. Weizen, Roggen, Hafer, sagen wir, Reis können wir hier mitmachen, Dinkel, Trilikale. Es muss natürlich für ein, zwei Sachen vielleicht mal was umgebaut werden, ne? Wie ein Korb oder ein Schneidwerk. Sonnenblumen sind möglich, ist auch Körnermais, Sojabohne, Raps. Das ist sehr, 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 sehr viel. Und ganz unten kommen dann sogar die US-Varianten nochmal. Ne? Dann kommen wir hier unten in die US-Varianten nochmal. Bin ich ehrlich, müsste ich jetzt mir aus den Finger ziehen. Ich glaube, US-Varianten ist einfach nur, weil die nicht die Erträge haben wie wir. Kann ich mir vorstellen. Falls jemand von Klaas dabei ist, der es weiß, ich habe mir mal selber gesagt, das sind, glaube ich, die Werte, weil die haben halt dann ihre, weiß ich nicht, was habe ich bei Mike Mitchell mal gesehen, die kommen ja nicht mal auf eine Tonne irgendwie teilweise, ne? Und dann sind es vielleicht doch ziemlich andere Einstellungen als bei mir. Ja, und dann geht's los. Ich habe links und rechts einen Haken, da ist der eine, da ist der andere. Und dann fahre ich Richtung Schneidwerk. Wie gesagt, es muss entriegelt sein, das hatten wir ja schon. Probiere ich mal irgendwie zu halten. Wupp, ihr seid am Lenkrad gerade. Ich brauche leider die rechte Hand, denn damit wird Gas gegeben und rückwärts gefahren. Wartet mal, oder ich probiere mal was erstmal. Zum Ranfahren wenigstens. Das könnte so funktionieren erstmal. Nur zum Ranfahren, Leute. Ich zeige euch das nochmal, wenn die Haken dann auf Position sind. Dann fahren wir ran. Ich probiere natürlich so ein bisschen schon mal anzupeilen, der Schrägförderer schon mal so ein bisschen auf Höhe zu bringen, den Schrägförderer. Und dann fahren wir bis ran. Wenn ich gleich nicht mehr lenken muss, zeige ich euch das. Dann haben wir da eine Öse und da drüben eine Öse. Und da muss das nur eingefädelt werden. Ich lasse mal kurz so, müsste eigentlich passen. Seht ihr das? Jetzt rutscht er ein bisschen nach hinten. Hilfreich ist immer, die Bremse eigentlich zu drücken. Wartet mal, ein Stück vor und dann bremse ich meistens an. Das können wir mal hoch machen und gucken, was passiert. Zack, ich bin auf beiden Seiten drauf. Zieh das Schneidwerk hoch und das wart. Weil das also spannend war, nehme ich euch mit raus. Wir müssen das nämlich noch, das ist jetzt einfach nur raufgelegt.
Wir müssen noch die Zapfwelle für den Antrieb verbinden. Wir müssen noch eine Sicherung reinmachen, denn auch das Schneidwerk wird nochmal gesichert. Und wir nehmen uns noch den Multikuppler, alles was Strom und Öl ist. Zeige ich euch aber gleich. So, wir fangen mal hier noch an. Was wir noch machen müssen, ist die Leiter. Ne? Die Leiter wird immer eingeklappt, weil wir sonst zu breit sind. Ich habe hier oben, seht ihr das? Da drücke ich rauf, ist er entriegelt. Können Sie einmal rumziehen. Müsst ihr auch einfahren, das ist auf der Straße sonst ja, viel zu eng. Dann kommt er da ein Gegenverkehr. Was hinten noch gemacht werden muss, wenn wir wieder anhängen, hinten beim Zugmaul, dort fällt dieser Bolzen wieder rein. Wenn wir denn vom Feld fahren, machen wir einmal hoch und dann ist das auch entriegelt. Wir haben ja hinten eine Kamera dran, so können wir ganz gut zurückfahren. Ich muss gucken, wie ich euch gleich anhänge. Ich zeige euch das einmal. Hier ist die Zapfwelle, die kommt hier ran. Da. Hier ist Anschluss. Mal wieder sauber machen, das Ding. Multikuppler, der hier hängt. Und hier ist die Sicherung. Guck mal, dass er da vielleicht einen ganz coolen Winkel bekommt. Mal gucken, ob das passt. Ich glaube, ihr seht alles, ne? Einmal hier den Bolzen gezogen und der hier unten, könnt ihr das sehen, der fährt rein, zack, verriegelt. Das ist das allererste, was ich mache. Als nächstes nehme ich mir mal die Zapfwelle. Eigentlich baumelt das hier noch nicht rum. Müssen wir mal gucken, ob die gleich passt. Die hat einen Knopf dran noch. Manchmal passt die nicht gleich, so wie jetzt. Dann dreht man so ein bisschen, bis sie halt passt. Zack, einmal bis vor. Und hier rastet sie, warte mal, hört er vielleicht? Jetzt ist er eingerastet. Den Schutz wieder drüber, das war's. Beim Multikuppler, den ziehen wir einfach nur raus. Also wir drehen den raus, der hat ein Gewinde. Einmal den Schutz hier ab. Dann sieht der von vorne genau so aus. Den gibt es wahrscheinlich auch noch in sauber irgendwo. Aktuelles Ernte. Und den, wartet mal, so lang. Den machst du jetzt hier rauf, auf das Gewinde. Musst ihn richtig treffen und jetzt drehst du den eigentlich nur noch ran. Und das war's. Schneidwerk ist verbunden. Achso, wir wollen ja alles machen. Das war es eigentlich noch nicht. Für mich war das, weil wir, warte mal, den Schutz hier noch rauf. Und was wir mal machen, das hier zur Seite. Dann haben wir hier nämlich Platz. Jetzt war das, weil das Schneidwerk schon von gestern so drauf stand. Aber wenn ihr eigentlich auf dem Feld unterwegs seid, habt ihr ja diese kleinen Halmteile. Seht ihr das? Warte mal, ich muss mal so machen. Den hier nach unten. Für die Straßenfahrt werden die eingeklappt. Auf der anderen Seite genauso. Wenn ihr Rapsmesser dran habt, haben wir da so einen Plastikschutz noch. Und dieser Plastikschutz wird rüber gemacht, dass die Rapsmesser verdeckt sind. Ansonsten, ich zeig's euch heute, wir haben jetzt Zeit. Ne? Das hier ist das Abreißseil. Wir haben eigentlich keine Zeit. Abreißseil mit Karabiner, einmal Strom, Zugmaul, einmal fest, fertig. Das war's. Ansonsten wird das Schneidwerk auf 4 so eine Plattform gestellt. 1, 2, hier ist der Bolzen auch schon mit dran. Wenn das Schneidwerk draufsteht, hat das hier ein Loch. Bolzen rein, verriegelt. Das ist das Geheimnis runter. 3 und 4. Hier ist der zweite Bolzen dann. Das haben sich so viele gewünscht, ich habe mir nie die Zeit dafür genommen. Heute ist mal soweit, ne Leute. Jetzt werde ich aber erstmal loslegen. Wir fahren in den grünen Weizen, wenn ich irgendwie eine Hand frei habe da drin. Da zeige ich euch, wie grün der ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Mir fällt auf, Leute, also ein bisschen wie heiß machen und nicht weitererzählen. Ne? Wir machen das komplett, Leute. Schön heiß gemacht, aber ja, jetzt fährt er ins Feld, auf einmal läuft er oder wie? Nein! Längstes Thema habe ich mir zur Spur gesucht, komm, wir machen halt wirklich alles. Es gibt Felder, da habe ich mehrere Spuren drauf. Hier ist zum Beispiel eine. Wir brauchen aber die zweite Spur, weil wir hier mit dem Nachbarn getauscht hatten. Und hallo, hier ist das Elend, wollte ich euch auch noch zeigen. Ne? Guck mal, wie grün das unten drunter ist, das habe ich gestern gedroschen. Er war nur verstopft, Alter. Ich habe nur gekotzt. Ne? Wir werden mal gucken, wie viel wir noch wegkriegen. Was wir auch gemacht haben, wir haben die Ehrenheber abgebaut, die hängen jetzt da an der Seite dran. Durch das Grüne verstopft das noch viel schlimmer, als wenn du mit denen fährst. Also nimmst du jetzt mit, was du kriegst, was auf dem Boden liegt, bleibt auf dem Boden liegen. Ne? So, aber was passiert jetzt? Lenksystem ist an. So. Erstmal müssen wir einen Auftrag hier starten. Das heißt, wir müssen noch Play machen. Haben wir. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall, das hier ist das ja, Gas sozusagen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal das Droschwerk anschalten. Nee, als erstes schalte ich noch eine Gruppe runter. Ich bin jetzt in der 2 drin. Das sehen wir hier.
Und wir können mal den Service wegmachen. Das ist eine 50er-Wartung, die haben wir fertig gemacht. Die 50er-Wartung ist durch. Der zeigt immer an, wann welche Wartung, was soll man machen, steht sogar beschrieben, weiß man aber, Schmiernippel sind mit dabei. Es gibt 100er, es gibt 250er. So, Dreschwerk. Erst, nee, runterschalten. Ich schalte einen mal runter. Das sehen wir jetzt hier. Jetzt sind wir in der 1. Und jetzt mache ich das Dreschwerk an. Von den Einstellungen vom Weizen lasse ich das, wie es ist. Wir sind auf dem Feld, wo wir gestern auch aufgehört hatten. Ne? Jetzt läuft das Dreschwerk. Jetzt können wir Drehzahl geben. Soweit alles gut. Der ist für Schneidwerk. Ansonsten, ich fahre ja über CMOS Automatik. Das heißt, im Groben und Ganzen fährt mein Mähdrescher auf Selbstkontrolle. Also er kontrolliert sich selbst von den Einstellungen her. Das sehen wir hier. Das wird gleich alles grün werden. Das Einzige, was ich rausnehme in dem Feld, ich hatte es gestern auf der anderen Fläche, da haben wir den letzten Meter, da haben wir auch noch was in der Halle reingefahren, können wir auch noch mal rein, den Cruise-Piloten. Das ist nämlich, dass der selber Gas gibt und bremst nach Bestand. Den könnt ihr da nicht reinschicken. Der denkt sich, warum fährst du so langsam? Gibt mal Gas und fährt da rein, blub, ist das ganze Ding voll vorne, könnt ihr kratzen, wie ihr wollt, könnt ihr bullen vorne. So, Mähdrescher läuft an sich, den haben wir aus, den haben wir aus, anderen Automatiken bleiben. Ich fahre jetzt Richtung Spur, gebe schon mal das Lenksystem, bitte am Lenkrad. Lenksystem ist freigegeben, jetzt ist er drinnen, da. Jetzt habe ich eine voreingestellte Höhe, das ist die hier. Jetzt fahren wir rein. Jetzt in dem Moment, wo das Schneidwerk auch runtergeht, fängt er an einzuzeichnen. Wir müssen jetzt natürlich gucken, wie kriegen wir uns das am besten rein. Die Haspel ist essentiell aktuell. Wir müssen das noch weiter ranholen. Es ist ein Witz, Leute, wirklich. Aber das Problem ist, ich zeige es euch gleich an den Tonnen. Das war's schon. Es ist so derbe grün, Leute. Er nimmt es halt nicht. Ne? Wir müssen gucken, was wir jetzt noch retten können. Ne? Also hier wird definitiv auch der Mulcher reinfahren. Wir können es nicht ändern. Auch wir werden Fläche mulchen müssen. Aber von den Tonnen her sind hier so circa 7 Tonnen am Liegen. Und das ist das, was mich halt so derbe ankotzt. Ne? Es liegt halt 7 Tonnen Ertrag halt einfach hier im Feld drin. Also wir gucken, ob das jetzt geht. Wenn jetzt die Sonne richtig dolle scheinen würde, was heute nicht tut, dann kriegst du das hier abgemäht. Ne? Das kriegst du abgemäht. Das ist nicht schön, aber das geht. Guck mal hier, die Tonnen klettern jetzt schon hoch. Da haben wir schon die 7,5. Hier liegen 7,5 und es war auch eine Frage gewesen, nein, das Unkraut wird nicht mitgezählt da. Das wird aussortiert. Wir reden da wirklich von 7 Tonnen Körnern. Jetzt verstopfen wir links, glaube ich, schon. Nächste Problem ist, wir könnten eigentlich wieder die Rapsmesser, so wie letztes Mal, anbauen. Denn, jetzt sind wir schon dicht. Müssen wir aufpassen, langsam reinkämmen. Die Halmteiler bleibt das ganze Grüne auch drauf stecken. Ne? Also das ist alles nicht so einfach. Das ist viel Fingerspitzengefühl, gerade Mähdrescher zu fahren, Leute. Ich habe da zum Glück seit Jahren in der Übung. Wir bauen Roggen schon immer an, wegen unseren schlechten Böden. Und wir haben jedes Jahr irgendwie Lagerroggen mit dabei. Ich sag mal, wir sind da ein bisschen in der Übung. Ja, aber der mäht nicht richtig. Hier stoppt es jetzt schon wieder. Können wir schon wieder hochheben. Ich habe aber auch schon alles ausprobiert. Ich habe auch schon probiert, den Tisch, wir können es auch mal ausprobieren für euch, den Tisch komplett auszufahren, dass der so weit vorne, wie es geht, schneidet. Und wir kämmen uns das dann hinten rein. Ich habe alles schon ausprobiert, Leute, glaubt mir. Du bist da am Verzweifeln und du wirst auch einige Flächen, auch da drüben, weil ich nicht alles bekommen. Ne? Ja, Leute. Aber ich denke, das war fürs Zeigen erstmal ganz cool. Ich glaube, jeder versteht, dass ich die Hand gerade brauche noch nebenbei. Teilweise ist das so, dass ich mit 2 Händen an diesem Joystick arbeite. Ne? Mit Haspel und Ditte und so teilweise wie eine Klaue. Das ist ziemlich wild, Leute. Ich gebe mir Mühe. Ich würde das Video auch jetzt schon beenden. Denn, wie gesagt, morgen fahre ich nach Köln, ich fahre zur Gamescom, ich habe da richtig Bock drauf. So, Freunde, ich sagte gerade, ich weiß nicht, warum die ausgegangen ist, aber ich sagte gerade, ich brauche beide Hände, werde das jetzt beenden. Ich bin jetzt aus dem Teil gerade noch rausgefahren. Das hat keinen Sinn, Leute. Hier vorne steht es doch noch ein bisschen besser, guckt mal da. Ich nehme jetzt raus, was geht, da hinten wächst die Melde durch. Das ist eine Katastrophe, da wird sich dieses Jahr viel der Mulcher leider holen. Ne? Aber das kenne ich nicht anders von euch. Ich habe aus ganz vielen Regionen Deutschlands das gleiche Bild gesehen. Ne? Shit happens. Können wir nicht ändern.
Dankeschön fürs Schauen. Ich hoffe, das war interessant. War mal was anderes. Wollte ich noch mitnehmen dieses Jahr. Wir sehen uns im nächsten Video. Mal gucken. Vielleicht also ein kleiner Gamescom-Vlog. Ich freue mich mega auf Gamescom. Ansgar, Wendy, Lisa von Hannes, Seppi, weil Hannes selber leider nicht kann, kommt der Bruder von Lisa mit. Mein Basti und noch ein Kumpel, glaube ich, von Wendy. Wir gehen Abendessen. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Ne? Kleines Agrar-Treffen. Agrar-Influencer. Das ist das schlimmste Wort, was es gibt. Ne? Guck mal, hier sieht das besser aus. Ich fahre mal hier rein. Ah, wartet. Bevor ihr abhaut, guckt mal in die Fahrgasse. Alter. Mann, der Weizen steht so gut da. Das sind Ähren, ne? Von der Höhe her, Leute. Guckt euch mal von der Größe her. Die Ähren sind richtig schön, ne? Aber dir nützt das. Warte mal, einmal zurück. Dir nützt das alles nichts, wenn du das nicht reinbekommst in den Drescher, ne? Das ist leider kein Mähwerk, ne? Das ist ein Schneidwerk, kein Mähwerk. Und guckt mal hier drunter, Alter. Es ist ein Witz. Es ist ein absoluter Witz. Ja, viel, 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 viel Regen für die Nicht-Landwirte. Das war dieses Jahr zu viel Regen in der Ernte. Das hat uns nicht so gefallen. Ne? Das poltert natürlich jetzt auch unter mir. Das ganze grüne Zeug in diesem, ja, hier unter mir kleinen Schacht eigentlich muss. Da kommen ja 12 Meter zusammen. Ist ein Wahnsinn. Aber die Erträge sind halt gut. Wir gehen in Richtung 7,5, 6,8 in der Fahrgasse. Da fehlen ja nochmal 10 Spuren. 5 rechts, 5 links. Ne? Kannst nicht meckern. Leute, in dem Sinne nicht schon wieder zum Ende in so viel quatschen. Danke. Haut rein. Tschüss.